bedanke ich mich jetzt bei allen, die noch gekommen sind, zum letzten Vortrag des Tages hier. Und zwar wird uns Peter Pridal etwas vorstellen zum Thema Open Map Tiles. Guten Nachmittag. Ich heiße Peter Pridal und ich arbeite für ein kleines Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz. Wir helfen Institutionen und Firmen eigene Karten einsetzen, entweder basiert auf Open Data oder auf eigenem Data. Wir sind Experten in Kacheln, Raster und Vektoren. Mit Firma in mit Büro im Kanton Zug in der Schweiz und andere Büro in Tschechien eigentlich. Ich will da sprechen über unser Open Source Projekt, der heißt Open Map Tiles. Sie können alles finden auf openmaptiles.org. Und das beste Vorstellung von dem Projekt ist zeigen, was können Sie erreichen innerhalb 5 Minuten. Mit dem Projekt. Wenn Sie auf die Webseite gehen und klicken auf Install Map Server, bekommen Sie eine Schritt-nach-Schritt-Installation Guide für Windows, Mac und Linux. Und eigentlich für jedes Linux kann man mit 2 Commands die Map Server Package, also Software der eigenen Karten läuft, installieren. Mit diesem Docker-Command habe ich jetzt downloaded das ganze Software und jetzt läuft es auf meinem Notebook. Wenn ich gehe auf diese Adresse, habe ich Schritt nach Schritt eine Installation, wo ich auswähle im ersten Schritt, was für Region will ich installieren auf meinem Computer. Das ganze Deutschland braucht etwa 3,5 Gigabyte, Dach ist etwa 4,5 Gigabyte, ganze Welt ist etwa 50 Gigabyte. Dann kann ich auswählen, was für Stile brauche ich. Alle diese Stile sind Open Source auf GitHub und mit offener Lizenz. Man kann die anpassen für eigene Firma oder für eigene Benutzung. Unsere Vektorenkacheln haben 55 Sprachen integriert. Das ist basiert auf dem Algorithmus, auch mit Transkription von den deutschen OpenStreetMap und auf Wikidata. Wenn man will, kann man eigene Stile dazu bringen in den Software. Unser Teammitglied hat auf dem Maputnik Open Source Editor gearbeitet, wo Sie visuell die Stile von den Karten anpassen können. Also Farben, individuelle Layers und dann einfach in diesen Wizard laden und es ist dann installiert. Das Software bietet 4 verschiedene Services, entweder Vektorkacheln als Service oder Rasterkacheln, die traditionelle für Leaflet und Open Layers, und alle anderen Projekte, aber auch Map-Service für GIS und Ausdruckmöglichkeit in höhere Auflösung, wo man Raster bekommen kann bis 600 dpi mit dem gleichen Stil. In den nächsten Schritt laden wir jetzt die Daten, die schon vorbereitet sind auf unserem Server, auf diesem Notebook. Und Wenn die durchgehen, kann der Software die benutzen. In diesem Moment kann ich der Notebook ausstecken von Internet und gehen in den Wald und ich habe das ganze Region, der ich ausgewählt, offline auf dem Notebook oder auf dem Server, wo es installiert ist und ich kann alle diese Map-Services benutzen, weil es läuft auf dem Notebook mit Open Data und Open Source gemacht. Das da ist ein Beispiel für Vektorkachel Viewer, also basiert auf Mapbox GLJS in diesem Fall, aber es kann auch genauso Open Layers Viewer sein. Da kommen die Rasterkacheln bis zum Stufe 20, automatisch generiert von den Vektorenkacheln, die ich vorher geladen habe und mit dem Stil, der ich ausgewählt habe. Neben das gibt es die Map Services. Also WMS, WMDS und die Rasterkacheln, die traditionelle, die XYZ. Das bedeutet, ich kann WMS-Link kopieren in QGIS oder anderen GIS, anderen Klienten kann WMS
einfach Copy and Paste machen und die Basiskarte ladet dann direkt von der Software, der ich installiert habe. Wieder mit dem Stil, der ich ausgewählt habe. Ja, also das ist das kürzeste Weg, wo man sieht alles, was der Projekt kann. Jetzt, das Wichtigste ist, es ist alles Open Source und es gibt individuelle Komponenten, die man einsetzen kann und selbst applizieren kann, nur ein Teil oder das ganze Set von Tools oder selbst generieren die Vektorkacheln oder drin bringen eigene Daten und kombinieren und eigene Karten selbst designieren. Also wenn wir gehen Schritt nach Schritt, oder wie ich gesagt habe, es läuft auf GitHub, alle Source Code inklusive diese Daten ist auf GitHub. Das Core von dem Projekt ist Generieren von den Vektorkacheln. Die Idee ist, dass ganze Welt eigentlich auf USB-Stick passt. Und es ist so, und diese Software macht Toolchain, wo man geht direkt von OpenStreetMap Planet in der Vektorkacheln, die vorgeneriert sind. Das ist die Hauptidee von OpenMap Tiles. Und im GitHub, der Projekt lebt mit dem Contribution. Es ist eigentlich ziemlich aktiv in den letzten 2 Jahren, nicht ganz. Haben wir ziemlich viel Pull Requests. Es ist benutzt von mehreren Firmen und die Community ist ziemlich aktiv. Das wichtigste Teil von dem Projekt ist eigentlich Schema. Das definiert, in welcher Layer habe ich was für Daten von OpenStreetMap oder eigentlich was für Daten von PostGIS-Database. Die Schema ist dokumentiert und offen, CC BY. Jeder kann es anschauen und lesen, studieren. Wir haben auch ein Inspect-Tool. Das bedeutet ein Blick auf alle Daten, die in den Vektorkacheln sind. Da kann man einfach zoomen und mit der Maus entdecken alle Attributen von allen Layern. Es ist auch ziemlich einfach zu hacken, wenn man in GitHub geht unter Layers. Folder gibt es dann alles, was zu bestimmte Layer, das der bestimmte Layer definiert. Das bedeutet, wir gehen von Imposum 3 ist unsere Komponente, die ladet die OpenStreetMap-Data ins PostGIS und dann haben wir SQL und Mapnik als Generator für Vektorkacheln, wo die individuelle Vektorkacheln durch SQL Fragen generieren sind. Also jetzt kann ich, wenn ich etwas abändern will, ich will einfach, zuerst muss ich Layer aussuchen, ja, da habe ich Water Name und dann kann ich dieses Code lesen und in einem von diesen Files finde ich das, was zu ändern ist und ich kann eigene Fork machen und dann nach Dokumentation mit dem Quick Start eigene Vektorkacheln generieren von Planet Extract oder für ganze Welt. Contributors are welcome. neben diese Tools für die Vektorkacheln generieren, haben wir auch Software entwickelt, der von den Vektorkacheln macht die Rasterkacheln. Unsere Software ist TileServerGL, es ist eigentlich das Rendering-Komponent, es ist basiert auf MapBox.gl Native, das Open-Source-Teil von Mapbox, der Core-Rendering-Engine. Man kann aber die Kacheln mit anderen Tools auch benutzen. Das bedeutet, entweder habe ich Stile, die in Mapbox-Welt laufen, aber ich kann genauso die Rasterkacheln von den Vektorkacheln mit dem Mapnik generieren. Und es gibt Beispiele von den Karten, die das machen. Also es ist ziemlich einfach starten mit einer anderen Engine, denn die Rasterkacheln generiert. Genauso ist es mit den Nativ-Natel-Applikationen, wo man ziemlich Auswahl hat. Es ist nicht nur Mapbox, SDK, also das ist eine Alternative, wenn man Native Mobile Apps braucht. Aber man kann auch genauso benutzen Carto SDK, andere Open Source
nativ Code für Android und iOS und Windows Phone für eigene Karten, für eigene Mobile App zu schreiben. Genauso auch Tangram. Also was OpenWebTiles macht, ist eigentlich geben dieses ganze Welt vorgeneriert, die man benutzen kann. Es gibt die Tools für die Vektorkacheln zu erstellen, generieren von OpenStreetMap Export. Und es gibt Toolset für Rasterkacheln zu machen, für eigene Server zu erstellen. Und es gibt freie Stile. Das ist das, was OpenWebTiles ist. Und es ist benutzt von Firmen weltweit. In dieser Sektion von Präsentation habe ich ein paar Beispiele, was machen wir jetzt. Weil das war über dem Projekt, wenn Sie Interesse haben, einfach auf dem GitHub und die Webseite gehen und lesen. Und die Dokumentation ist ziemlich detailliert unter openwebtiles.org/doc. Findet man ziemlich viel, auch wie generiere ich eigene Daten, wie kann ich von PostGIS nach eigene Vektorenkacheln gehen. Die andere Sache ist, man kann auch ziemlich einfach in den Karten Vektorkacheln von verschiedenen Servern laden. Oder ich kann dann von T-Rex zum Beispiel eine dynamische Vektorkacheln laden aus einer Schicht und das überlegen in einem Stil, in einer Karte mit anderen Daten von OpenWebTiles, weil das ganze Toolset erlaubt es. Okay, ein bisschen von den coolen Sachen, das jetzt in Labs sind. Wir arbeiten auf neuen Stilen. Für das haben wir weltweit Landcover bearbeitet, vektorisiert und das macht es möglich, Stil wie diese da machen, wo man sieht, das Grün für Wald und Wüstefarbe und Grasfarbe. Und man kann dann andere eigene Points of Interest und eigene Ikonen drin bringen und dieses Stil anpassen für die Benutzung, die man braucht. Also das ist ein Beispiel von einem von den neuen Stilen, der auf OpenWebTiles Vektorkacheln basiert ist und der benutzbar ist. In letzter Zeit haben wir auch Hähnlinien weltweit bearbeitet in Vektorkacheln und Hillshading. Und das macht dann eine einfache erste Version von Topokarte, die aber man braucht mehr Liebe in Kartografie. Aber die Daten sind da und es ist weltweit. Wieder eine Basis für eine eigene Benutzung. Also wenn man das braucht, kann man da anfangen und die Karte weiterschieben, eigene Schichten drin bringen, eigene Daten, die man zeigen zu dem Usern. Andere Beispiele sind mit Koordinatsystemen. Das da ist OpenStreetMap weltweit. Vektorkacheln in WGS84, also im unprojektierte Koordinaten direkt. Da ist ein anderes Beispiel, Vektorkacheln wieder mit OpenWebTiles generiert in der Schweiz System. Genauso haben wir gemacht auch Großbritannien und Tschechien. Also das ganze Toolset kann man benutzen für Vektorkacheln in eigenen Tilegrids und in eigenen Koordinatensystemen zu generieren. Man hat dann Entscheidung, entweder generiert man die Vektorkacheln so, dass die passend zu den Stilen sind, also dass die Zoomstufen quasi auf Mercator gemappt sind und dann laufen alle Stile und alles direkt, oder man generiert die Vektorkacheln in den Grid, den man selbst definiert. Aber das bedeutet, dass man dann die Stile anpassen muss auf die Zoom-Stufen, die sind für den Koordinatensystem definiert und nicht äquivalent mit Mercator. Open Layers, da haben wir auch geholfen mit
Ein Viewer, also dieser Viewer braucht keine WebGL, es ist Open Layers Viewer, der zeigt Open Web Tiles Vektorkacheln direkt in Webbrowser, in JavaScript mit Hardware-Akzeleration, aber es läuft dann auch in älteren Browsern. Multistyles, das ist ein anderes Beispiel. CartoDB-Firma basiert jetzt alle eigenen Karten auf Open Map Tiles. Beide Raster-Tiles und Vektorkacheln sind eigentlich von Open Map Tiles generiert auf die Infrastruktur von Carto. Und dieses Beispiel zeigt, wie die implementiert haben, eigenes Stil in drei verschiedenen Stilsprachen. Die gleiche Karte, das gleiche Kartografie ist in Carto CSS für Mapnik, für Raster und die Natel-Applikation von Carto SDK, aber auch in MapBox.gl, Styling-Sprache und in Tangram implementiert. Alles ist Open Source auf Carto GitHub und man kann das weiter benutzen. Es ist ein ziemlich schönes Beispiel, wie Open Map Tiles nicht auf Mapbox Stack. Die Open Map Tiles brauchen nicht mehr Mapbox Stack. Wenn man will, kann man es mit anderen Open Source Tools benutzen, ziemlich einfach. Die andere Sache, auf die wir jetzt arbeiten, ist, wir haben ja die OpenStreetMap-basierte Karten und jetzt kommt Satellit. Da haben wir eigenes Design ausgewählt und kombiniert farblich getönt verschiedenen Quellen, Open Data. Oben gibt es eigentlich NASA, dann kommt European Space Agency, ESA, Sentinel-2, von EOX-Firma, von Österreich vorbereitet, aber bei uns angepasst und neu generiert. Und dann hat man bis diese Auflösung die Deckung für ganzen Welt. Jetzt kann man weitergehen und für das benutzen wir unsere MapTiler-Software, dass wir die Open Data von lokalen Quellen wie Inspire in Deutschland oder in ganz Europa oder NIPE-Data, HRO-Data in den USA weiter generieren. Und dann können wir bringen eigene Luftbilder in den Satellitenbildern und wieder anpassen die Farben, sodass man nicht merkt, wo der Schritt ist. Andere Beispiel von Labs ist 3D-Terrain und Vektorkacheln in 3D. Da sehen wir unsere Open Map Tiles Vektorkacheln auf dem Globe generiert und die Linien für Staaten auch. Und das Terrain haben wir jetzt auch generiert. Also Open Data Quellen und das ist dann durch die Webseite erreichbar. Was ist unser Business? Wir verkaufen die vorgenerierte Kacheln. Alles, was ich jetzt gesagt habe, kann man von uns bekommen und integrieren oder für OpenStreetMap kann man es selbst generieren. Wenn man es nicht selbst generieren will, wir liefern dann jede Woche neue Version von Planet für OpenStreetMap. Das macht es einfach, auf dem eigenen Server die Upgrades zu machen. Wir haben auch eigene Global Infrastructure für Hosting mit Servern in USA und Europa und Caching-Server, etwa 110 Servern weltweit, wo man eigenen Daten und eigenen Karten hosten kann. Das ist der Team auf einer von den Codesprints in der Schweiz. Das Projekt ist seit Januar letzten Jahr online eigentlich und seitdem hat es ziemlich interessanten Benutzen. Wir hoffen, dass es euch gefällt und dass wir finden vielleicht jemanden, der uns auch hilft, die beste offene Vektorkachen-basierte Karte zu bauen. Merci. Ja, danke für den informativen Vortrag. Gibt es Fragen soweit?
Ich hatte nicht ganz, also danke für den Vortrag, ich hatte nicht ganz verstanden, was benutzt ihr auf der Serverseite? Du hattest gesprochen von PostGIS zur Datenbank, für, als Datenbankformat, und aber serverseitig, dass ihr die entsprechenden WMS-Dienste anbieten könnt, was nutzt ihr da, was kommt da zum Einsatz? Das Projekt hat zwei Teile, generieren von den Vektorkacheln und benutzen von den Vektorkacheln. Für generieren von der Vektorkacheln benutzen wir Imposum 3 und PostGIS und Mapnik als Generator. Und dann bekommt man das Paket mit dem Vektorkacheln für die Region, den man braucht. Für Benutzen von den Vektorkacheln ist das Auswahl von den Benutzern. Entweder man kann die Vektorkacheln einfach anpacken auf Amazon S3 oder auf Webserver und ohne Server benutzen. Wir haben ein Open-Source-Projekt mit PHP sogar geschrieben für einfache Hosting in Node.js, einfache Hosting für Vektorkacheln. Wenn man Rasterkacheln braucht, haben wir Mapbox GL Native benutzt und das ist das Tile-Server GL, der ich gesagt habe. Aber Sie können auch andere Server benutzen, wie Mapnik-basierte Renderer, der von den Vektorkacheln die Rasterkacheln macht oder Tangram. Also es gibt ganze Palette und das Auswahl ist auf den Benutzern. Ja. Also es wäre dann theoretisch auch möglich, die Vektorkacheln auf einem Webserver bekannt zu machen und dann in Open Layers Client rendern zu lassen. Das habe ich nicht. Was kann man mit den Vektorkacheln machen? Also die Vektorkachel in Open Layers, also im Client zu rendern. Ja, ja, das ist die ohne Server Variante. Ja. Man kann die Vektorkacheln einfach laden in eine Webserver in Foldern. Also sind dann bestimmte, jede Vektorkachel ist eigene File in eine Folder und das kann man auf Amazon S3 oder auf GitHub GH Pages oder auf eigene Webserver ohne etwas Spezielles installieren oder anpacken, also kopieren und dann öffnen direkt in Open Layers. Das ist schon eine Möglichkeit.